Kann ich das vielleicht? Na. Ah, scheiße, ich gehe jetzt den Weg. Na, jetzt, hallo? Gehst du das da rein? Kann ich das irgendwie wieder rückgängig machen? Sagen, nein, danke, ich will das doch nicht machen. Hallo? Schreibtisch, Schreibtisch. So, L-Raum. Oha, Idee, wir gehen. Warte mal. Okay, eigentlich. Nee, warte mal. Jetzt muss ich mir überlegen, also die Vergangenheit. Aber was mache ich in der Vergangenheit? Hat er vielleicht noch ein paar Animationen, wie Cody ein paar Leute killt? Ich meine, was? Was? Ach, das war der L-Raum. Was? Leere Stelle? Dort lebte das Drachenbeschwörungsbuch. Oh. Das funktioniert nicht. Oh. Warte mal, wenn ich jetzt in die Vergangenheit? Buch. So. Mitnehmen. Raum. Zweimal kein Trumpf. Fisch! Hunger! Hast du eine neun? Was? Nun, ich klage Oberst Meerrettich mit dem Bleirohr in der Bibliothek an. Seid ihr sicher, dass wir hier alle das gleiche Spiel spielen? Verdammt, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Der kleine Idiot da drüben hat meine Konzentration gestört. Gehört er dir, Krieg? Der Winzling? Nee, Tod ist für ihn zuständig. Du solltest deine Figuren nicht einfach so rumlaufen lassen, Tod. Sie könnten sich vermehren und dann wirst du sie nie mehr los. Soll ich ihn für dich töten? Nein, das ist nicht nötig. Hast du Herrn Brötchen, den Bäcker, tot? Ich bekomme ihn erst nächste Woche, wenn sein Backofen explodiert. Oh, jetzt verstehe ich. Oh. He did. bin ich da jetzt? Habe ich jetzt das Buch wieder? Nein! Oh, verdammt. Seht nur, da ist schon wieder oh. Der kleine Mensch mit dem Bleistifthut. Ich dachte, du wolltest ihn töten, Krieg. Tod sprach sich dagegen aus. Sollte er nicht vor etwa 8 Minuten dran glauben? Die Umstände haben es verhindert. Die Umstände? Welche Umstände? Es hat was mit Schmetterlingen zu tun, deren Flügel sich bewegen. Verstehe es selbst nicht ganz. Aber ich habe jetzt 21 und einige zusätzliche Karten. Mist. Damit bin ich erledigt. Lasst uns einige Schmetterlinge töten. Äh.
Ich würde jetzt irgendwie gerne abspeichern und das noch ein paar Mal sehen. Falls das möglich ist. Ich speichere mal. Ja. Passiert doch was. Oh, hier geht's. Seht nur, da ist schon wieder der kleine Mensch mit dem Bleistifthut. Ich dachte, du wolltest ihn töten. Tod sprach sich dagegen. Sollte er nicht ver... Okay. Okay, alles klar. Okay, das Buch. Warte mal, muss ich jetzt, nein? Muss ich das Ganze nochmal machen? Also halt, beschwören? Also falls ja, dann cutte ich das eben mal. Sei gegrüßt. Okay, die ganze Sequenz wiederholt. Habe ich jetzt mehr Zeit oder so? Warte mal. Na, jetzt. Rincewind? Daneben so. Rincewind? Achso, da bist du. Seht nur. Fuck! Habe ich mich jetzt wirklich ein bisschen festgefahren? Hätte ich vielleicht vorher irgendwo anders hingemusst? Seht nur. Shit. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen festgefahren, oder? Seht nur. Ja, seht nur. Ja, shit. Ich glaube, da habe ich mich jetzt ein bisschen... Ich hätte vorher irgendwie woanders hin gemusst. Shit. Was mache ich denn jetzt? Bei hier kann ich ja nichts machen. Hier kann ich ja bloß das ganze Ritual wiederholen. Ein paar. Bin ich auch noch besoffen da?
Okay, der hat noch ein bisschen gelebt. Shit. Seht nur. Ja, hier ist wieder der Bleistiftkopf. Fuck. Jetzt fehlt bloß noch der Narr müsste jetzt noch gegrillt werden. Oder wir haben der Fischhändler ist down, der Maurer ist down, der Funkschafeger ist down. Der Dieb. Und ja. Ich brauche das jetzt nicht nochmal antun. Ich kann jetzt wirklich immer nur hin und her reisen und hoffen, dass Cutscene und... Huch! Hä? Wie? Wie? Hä? Wieso? Wie? Ja. Was? Jetzt bin ich verwirrt. Warte mal, Straße? Okay, jetzt will ich mal gucken. Fischhändler? Oh. Na, dann haben wir wieder den Oktopus. Ja, ich glaube, als nächstes sind wir gleich dran. Uiuiui. Kann ich wirklich jetzt down gehen oder so? Let's play und BL4. Huch! Verdammt! Muss ich vielleicht mal rausschneiden? Ich bin auf eine Hotkey-Taste gekommen und da hat sich in OBS was umgestellt. Hoppala. Ganz vergessen. Kann ich hier... Oh! Hallo? Meine Güte, das ist Nanny Ork. Nun, wir sollten versuchen, ganz ruhig zu bleiben. Teppich. Das ist der schäbigste fliegende Teppich, den ich jemals gesehen habe. Das funktioniert. Hallo. Ein schöner Tag, um deine Waren zu verkaufen. Ich meine, dein Produkt. Die Zeiten sind nicht besonders gut. Der Markt für magische Balsame und Elixiere ist regelrecht zusammengebrochen. Alle wollen diesen modischen Schnickschnack. Ja, du weißt schon. Kristalle und so. Ich weiß gar nicht, was mit der Welt passiert. Wohin sind all die alten Werte verschwunden? Well. Wie geht's heute der hübschesten Hexe in der ganzen Stadt? Ach, du nimmst mich auf den Arm, Teuerster. Woher weißt du das? Andererseits, es kann nicht schaden zu hoffen, oder? Gib mir einen Kuss, Teuerster. Nur einen kleinen. Ja, bäh. Nein, danke, lieber nicht. Kann ich jetzt vielleicht... Oh, gut. Warte mal, Teppich. Also hast du doch noch eine Verkaufsgenehmigung bekommen? Na klar, Teuerster. Hab den Patrizier um einen kleinen runden Dingsbums gewickelt. Jawohl. Was? Welche interessanten und magischen Dinge hast du für einen müden Abenteurer? Wie wär's mit diesem magischen Teppich?
aus erster Hand mit nur wenigen Flugkilometern gehörte einer alten Dame, die damit nur einmal pro Woche zum Markt flog. Sieh nur das hübsche Muster und die Borten. Du meinst wohl die Fransen? Nun, Süßer, möchtest du ihn oder nicht? Na, meinetwegen. Okay. Einfach geschenkt. Oder was? Oh! Ja, das ist der Stand einer Hexe. Oh! Was verlangst du fürs Pudding- und Liebestrank-Rezeptbuch? Tut mir leid, Teuerster. Davon kann ich mich nicht trennen. Es bedeutet mir mehr als alles. Aha, okay, jetzt weiß ich was. Ich weiß, was zu tun ist. Wie geht's heute der hübschesten Hexe? Ach, du nimmst. Woher weißt? An, gib mir ein. Ja, So, kann ich jetzt, Nein, fuck! Ah, das ist kacke, dass hier alles erstens zu klein ist und alles so auf dem Haufen ist. So, okay, nochmal. Wie geht's heute? Ach, ja, so, und jetzt der Puddingbuch. So, und jetzt schnell verpissen. So. Okay, jetzt. Oh, wenn ich jetzt ins Loch. Kann ich? Das funktioniert. Ach nein, okay. Jetzt gehe ich hier wieder rein und dann vertausche ich die Bücher einfach. Und dann wird ein Pudding-Monster beschworen. Ein Schokoladen-Erdnuss-Block-Monster. Ha, denn das Insider. Okay. So. Und, Rincewind. So, Buch. Leere Stelle. Und warum hat sich die was außerhalb des Bildschirms bewegt? Jetzt, okay, jetzt bin ich gespannt. Okay. Ich warte, bis der Typ kommt. Ah, schon. Psst, sei gegrüßt, Bruder Türöffner. Pförtner! Türöffner, Pförtner, wo ist da der Unterschied? Nun, ich muss die Tür jeden öffnen, der hier erscheint. Du könntest ein Spitzel sein. Ein Spitzel? Es wäre möglich, oder? Vielleicht bist du ein sehr schlauer Spitzel, der sich gut getarnt hat. Öffne die verdammte Tür! Wie lautet die Parole? Na schön, komm etwas näher. Sie lautet bla 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 Löffel bla 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 Schwertfisch bla bla bla. In Ordnung? Nein. Was? Du hast Sagt Simons vergessen. Öffne die Tür. Ob das so vor hat, ist das so wie so ein kleiner Knick da. Die andere Parole. Zwischen Tür und dem Dieb gewesen. Sah so aus. Okay, das hat nichts gebracht. Aber warte mal, jetzt haben die ja das Buch nicht. Koglimentos nie versagenden Drachenhortfinder. Ach. Die Geheimnisse verbotener Süßwaren. Band 3. Liebespudding für Anfänger. Ach. Ah, alles klar. Seht nur. Ja, Entschuldigung.
So, das Ganze noch mal. Halt, warte. Warum haut sich jedes Mal die Maus aus dem Bild? Lass uns doch keinen Unsinn machen. Was? Ach. So, Puddingbuch. Ach. Aber jetzt. Warum? Hä? Sehr praktisch. Hallo. Don't mind me. Was? Rekogliment. Ach. Die Maus haut jedes Mal aus dem Bild ab. Doch. Warte mal. Okay, nochmal. Seht nur. Ja, sehr gut. Was? Jetzt hat er das Buch